Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und in diesem Video habe ich einen spannenden Gast für euch, nämlich Dr. Rolf Claessen. Mit Rolf spreche ich gemeinsam über die Markenanmeldung und wir führen sogar in diesem Video hier live quasi eine Markenanmeldung durch für eine echte Marke, die es in meinem Unternehmen hoffentlich dann bald gibt. Und da lasse ich euch einmal über die Schulter schauen. Im Vorfeld habe ich ihm verschiedene Fragen gestellt, die dir einfach auch dabei helfen, herauszufinden, welche Art der Marke brauche ich, was bietet sich für mein Projekt und meine Idee an, worauf muss ich dabei achten bei der Auswahl, in welchem Bereich, also rein geografisch, sollte ich meine Marke schützen lassen und was gibt es dabei für häufige Fallstricke. Rolf ist absoluter Experte in diesem Bereich. Ich denke und hoffe, das kommt in diesem Video auch rüber. Falls ihr weitere Fragen habt oder ihr in eurem speziellen Einzelfall irgendwelche Unklarheiten habt, findet ihr seine Kontaktdaten hier unten drunter in der Beschreibungsbox. Wenn ihr sagt, boah, das ist mir aber ein bisschen zu lang, eigentlich ganz spannend, ich würde es gerne wissen, aber ich möchte so lange das Video nicht schauen, dann gibt es diese Folge hier auch als Podcast. Den Link dazu findest du ebenfalls hier unten drunter, sobald es dann verfügbar ist. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum herum, sondern starten direkt ins Video und ins Interview. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, lieber Rolf, damit wir mal über den Markenschutz unseres Babys sprechen können. Herzlich willkommen. Ja, hallo Hendrik, vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf. Das ist mir eine große Ehre. Ja, sehr gerne, schon zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich. Also immer wieder schön mit dir und ich freue mich auch heute über das nächste Thema anzugehen. Und du hast uns ja schon bei verschiedenen Dingen im Markenrecht, Patentrecht geholfen. Aber für die Leute, die diese Videos und Podcasts noch nicht gehört oder gesehen haben, vielleicht mal vorher ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was machst du und wie kommst du dazu, dass wir hier drüber sprechen? Ja, ich bin Patentanwalt in Köln, von der Ausbildung her Chemiker und dann habe ich eben die Ausbildung zum Patentanwalt gemacht und betreue jetzt hauptsächlich Marken und auch Patentanmeldung und Designanmeldung, aber der Hauptanteil meines Umsatzes mache ich mit Marken, bin mit 4 anderen Partnern in einer Kanzlei, sind damit so mittelgroß, betreuen so 4.500 Marken und 6.500 Patentschutzrechte, paar tausend Designs. Ja, und betreuen von ganz kleinen Unternehmen bis ganz große Unternehmen, hauptsächlich mittelständische deutsche Unternehmen, auch ausländische Unternehmen. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt so alle Spielarten im Markenrecht mal durchexerziert, alle Varianten, alle Streitformen, die es so gibt und Beschlagnahmen und so und Anmeldung, Konstellationen. Ich habe neulich mal eine Marke sogar in Saudi-Arabien durchgesetzt. Das war mal ganz spannend. Ganz anderes Rechtssystem. Okay. Ja, und seit einigen Jahren bin ich auch in der Amazon-Szene unterwegs, eBay und Amazon. Für die Leute, die da drin sind, in dem Unternehmerkanal gibt es ja auch immer wieder Fragen dazu. Kümmere mich halt in erster Linie um Marken. um quasi das Gedankengut anderer Leute zu schützen sozusagen, genau. Kann man zusammenfassend sagen. Super. Ja, dann würde ich dich gerne mal mit einer Aufgabe und Herausforderung konfrontieren und zwar, wie der ein oder andere vielleicht in einem der letzten Videos gesehen hat oder auch die Podcast-Leute, die auch mal einen Blick in den YouTube-Kanal geworfen haben, gehört haben, haben wir unsere Waschsalon erweitert und es gibt jetzt bald einen zweiten Standort, das Baby wächst und wird größer. Und dieses Gedankenkonstrukt rund um die Marke Tante Minna oder das, was eine Marke werden soll, das würden wir gerne schützen. Das ganze Konzept ist darauf aufgebaut, dass es im Prinzip viel mehr Gemütlichkeit in einem Waschsalon geben soll als bei unseren Marktbegleitern. Und das erreichen wir hoffentlich durch ein 60er-Jahre-Image, was sich halt durch alle möglichen Elemente zieht. Also Innenausstattung, wo wir spezielle 60er-Jahre-Ohrensessel haben, zum Beispiel solche Nierentischchen, gehäkelte Tischdecken, wo die Pflanzen draufstehen, zum Beispiel auf diesen Blumenuntersetzern. Ganz viele solche Sachen, so ein ganz feines Regal, was genau aus dieser Zeit kommt und alte Lampen und so weiter. Aber halt auch in grafischer Form, zum Beispiel bei einem Logo, was so ein 60er-Jahre-Damenumriss hat, so würde ich es einfach mal beschreiben, mit bestimmten Kreisen, bestimmten Farben, die wir versuchen, mit der Marke Tante Minna zu verknüpfen. Das haben wir uns relativ lange und auch mit ziemlich viel Kosten verbunden, so ausgedacht, nach und nach aufgebaut, auch mit Designern zusammengearbeitet, wo wir echt sehr zufrieden sind rückwirkend. Aber natürlich möchten wir irgendwie dafür sorgen, dass das jetzt nicht jeder einfach übernehmen kann und sagt, Mensch, das sieht ja klasse aus, könnte ich bei mir im Laden super gebrauchen. Das möchten wir gerne tun. Und einmal natürlich für den Bereich Waschsalons und Betrieb von ähnlichen Dingen, zum Beispiel auch Wäschereien und alles, was da so artverwandt ist. Und dann haben wir noch eine bisschen ausgefallenere Produktidee und zwar
alle unsere Mitbewerber verkaufen im Prinzip oder vermieten ihre Maschinen für 45 Minuten im Schnitt bei einer unterschiedlichen Temperatur, aber das ist deren Geschäftsmodell. Und wir kommen ja eigentlich eher aus dem Produktbereich. Wir haben ja auch schon mal über Private Label gesprochen. Ich komme auch aus dem E-Commerce-Bereich und deswegen juckt es mir in den Fingern, ein Private Label zu machen für Waschmittel. Und ja, das Tante-Minder-Waschmittel ist da so ein zweites Konstrukt, was es noch nicht gibt, was wir aber gerne eventuell, wenn es möglich ist, mit schützen möchten sozusagen. Das so als grobe Herausforderung, davor stehen wir und wie gesagt, wenn das Thema Marken, Patente, Design in den Hinterkopf kommt, denke ich sofort an den Vornamen Rolf und so kommst du zu diesem Gespräch. Sehr gut. Ja, du hast mich ja schon ein bisschen vorgewarnt, beziehungsweise ich kenne ja deine vorigen Folgen und so zu Tante Minna. Mhm. Wir haben uns ja schon mal kurz zu unterhalten gehabt. Also bei Marken ist immer das Wichtigste, dass man sich einmal überlegt, inwieweit braucht man Territorialschutz? Also braucht man nur Schutz in Deutschland oder in Europa oder nur vielleicht Dach oder nur, welchen Bereich man da so braucht. Und dann muss man sich überlegen, dann muss man immer sehen, meldet man eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke an? Und dann muss man auch noch entscheiden, natürlich, auf wen es angemeldet wird. Du hast gerade schon gesagt, was genau geschützt werden soll. Mhm. Und dann muss man ganz wichtig vorher immer gucken, ob es ähnliche ältere Marken gibt, denn die Ämter recherchieren entweder nicht oder nur sehr beschränkt. Also zum Beispiel das Unionsmarkenamt recherchiert nur ältere Unionsmarken, obwohl natürlich nationale deutsche, französische, spanische Marken genauso relevant wären, jetzt wenn man eine Unionsmarke anmeldet. Also da muss man vorher immer recherchieren, um dann später zu verhindern, dass man, sagen wir mal, BMW für Autos anmeldet und dann nachher von BMW halt abgemahnt wird. Ja? Mhm. Genau. Okay. Und ja, wollen wir da gleich mal die Fragen nacheinander so alle beackern? Ja, wollte ich gerade sagen. Also jetzt hast du gerade so die Grundanforderungen oder Grundvorgehensweise ja aus der Vogelperspektive beschrieben. Ich würde sagen, wir zoomen da mal direkt rein. Vielleicht fangen wir mal an mit dem erstmal mit dem Was und auf welche Art und Weise schützt man das? Und zwar, du hast eben angesprochen, es gibt verschiedene Kategorien für Marken. Vielleicht kannst du uns da mal so einen Rundumblick geben. Was gibt es überhaupt? Was kann man schützen? Und mit welcher Markenart ist das am besten zu erledigen? Genau. Also du hast schon erwähnt, ihr habt relativ viel Geld reingesteckt, um einen Designer zu beauftragen, ein schickes Logo zu machen. Mhm. Den breitesten Schutz erreicht ihr allerdings mit einer Wortmarke und nicht, wenn wir das Logo anmelden, also die Wortbildmarke. Mhm. Wir können uns das Logo gleich mal angucken. Soll ich mal meinen Screen sharen? Dann können wir da auf eure Webseite gucken. Gerne, einfach mal auf tante-minna.de gehen. Genau, du musst mir das noch freigeben und dann kann ich das ja gleich mal sharen. Also der Vorteil der Wortmarke ist im Prinzip, dass wenn du jetzt Tante Minna schützt als Wortmarke, dann fällt jeder unter dieser Marke, egal wie er das grafisch gestaltet. Also jeder, der Tante Minna in irgendeiner grafischen Ausgestaltung benutzt, fällt dann unter diese Marke. Während wenn du das Logo anmeldest, dann sind die vielleicht klanglich immer noch identisch, weil die auch Tante Minna heißen, aber schriftbildlich, also was visuell halt vielleicht nicht mehr identisch. Und dann ist es wieder Auslegungssache vom Gericht, ob das noch unter die Marke fällt oder nicht. Und Auslegung wollen wir mal verhindern. Wir wollen ja möglichst klare Fälle haben. Insofern hat die Wortmarke den breiteren Schutzbereich. Und es gibt einen weiteren Vorteil. Wenn ihr in 5 Jahren überlegt, euch ein anderes CI zuzulegen und das nochmal umzudesignen, dann braucht ihr die Marke halt nicht neu anzumelden, sondern der Wortbestandteil wird ja vermutlich der gleiche bleiben. Und ja, dann habt ihr halt die Marke. Ich gehe mal auf mein, ich gebe mal meinen Browser frei, ja. Ja. Jetzt so, und dann sehen wir hier, da habe ich schon das Impressum, weil das für mich wichtig ist, wer jetzt genau Betreiber ist und so, ne? Aber da sieht man auch das Logo. Und vielleicht gehen wir mal auf eure Startseite. Genau. Genau. Genau, da sieht man es sogar auf dem oberen Bild ganz hinten an die Wand gemalt in riesig. Ah ja, genau, da. Ja. Super, genau. Und wenn wir jetzt Tante Minna schützen, dann, also das Wort, dann fällt halt jeder unter die Marke, auch wenn er dieses Logo nicht verwendet, also identisch. Mhm. Und wenn wir das so anmelden würden als Logo, dann würde jemand nur identisch unter die Marke fallen, wenn er eben auch genau dieses Logo verwendet. Deswegen wäre meine Empfehlung,
die Wortmarke. Okay, dann vielleicht noch eine Frage. Wie ist das mit Wortbildmarken? Das gibt es ja auch noch so als, ich sage jetzt mal, Mischform. Ah, ja, genau. Genau, in Deutschland gibt es noch die Kategorie Wortbildmarke. Beim EU-IPO, also unionsweit, fällt das dann auch unter Bildmarke. Wortbildmarke ist eigentlich nur eine grafisch gestaltete Marke, die auch Wortbestandteil hat. Also wenn man eine deutsche Marke anmelden würde, dann wäre das eine Wortbildmarke. Mhm. Okay, also das gibt es auf deutscher Ebene, ist halt eine deutsche Besonderheit, auf EU-Ebene gibt es das nicht, so in der Form. Mhm. Ja. Okay. Und du hast gefragt, was es sonst noch so für Kategorien gibt, die jetzt vielleicht hier in eurem Fall gar nicht zum Tragen kommen, aber die sonst vielleicht auch noch interessant wären. Also es gibt eine reine Bildmarken, also ohne Wortbestandteil, zum Beispiel so ein Nike-Swoosh oder Mercedes-Stern oder Adidas-Streifen oder sowas halt. Dann gibt es noch Farbmarken, das heißt, die Telekom hat sich Magenta schützen lassen. Dann gibt es 3D-Marken, der Porsche Boxster ist zum Beispiel als 3D-Marke geschützt. Oder Lego-Steine waren auch mal eine Weile als 3D-Marken, meine ich, geschützt. Und ja, dann gibt es verschiedene andere Marken, also Hörmarken spielen vielleicht noch eine einigermaßen wichtige Rolle, zum Beispiel die Intel-Melodie oder die Telekom-Melodie oder das Löwenbrüllen von dem Universal oder so, das ist alles als Hörmarke geschützt. Und dann gibt es noch ein paar Marken, die sind nicht ganz so prominent, sage ich mal, und nicht ganz so relevant. Also es gibt noch Positionsmarken, da kann man sagen, dass etwas an einer bestimmten Position geschützt ist, also zum Beispiel rote Schuhsohle ist so eine klassische Positionsmarke, kennen die Frauen vor allen Dingen, die wissen genau, von welcher Marke ich dann spreche. Und dann gibt es noch Kennfadenmarken, da können dann zum Beispiel Stoffe geschützt werden, indem ein bestimmtes charakteristisches Fadenmuster eingewebt wird. Ja, aber das sind alles so eher exotische Marken. Die wichtigsten Marken sind halt Wortmarken, Wortbildmarken in Deutschland, Bildmarken und eigentlich, ja, das sind schon ungefähr 95% aller Marken, glaube ich, oder vielleicht sogar mehr. Okay, ja, spannend. Ich glaube, da wird jetzt auch jeder Zuschauer bzw. Zuhörer sich und sein Projekt irgendwie drin erkannt haben bzw. ein Verständnis haben, wo und was grundsätzlich passen würde. Vielleicht noch eine Besonderheit, oder du hast ja jetzt grundsätzlich empfohlen, dass wir uns auf eine Wortmarke stürzen für Tante Minna. Eine Besonderheit sieht man jetzt hier gerade auf der Website, und zwar, es gibt bei uns 2 bis 3 Logo-Varianten in verschiedenen Farbgebungen, weil je nachdem, welche Untergrundfarbe es gibt, wie jetzt zum Beispiel die Website hat ja so einen grünlichen Ton im oberen Bereich, da macht jetzt das Logo, was ganz oben in der Mitte verlinkt ist, Sinn. Also alle Podcast-Zuhörer müssen sich einfach jetzt ganz kurz die Ohren zuhalten. Und auf der Wand aufgezeichnet sieht man das mal in einem anderen Kontext mit Lilan im Hintergrund. Da ist dann der äußerste Ring in hellblau zum Beispiel, damit es einen besseren Kontrast gibt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, könnt ihr jetzt zum Beispiel, auch wenn wir nur das eine eintragen, das zum Beispiel, was jetzt auf der Website ganz oben ist, dann könnte ein Mitbewerber einfach das rechte nehmen, was auf der Wand aufgemalt ist, was eine andere Farbgebung zum Beispiel hat. Das ist zwar sehr, sehr ähnlich, aber nicht identisch. Wie sieht es dann in so einem Fall aus? Ja, also der würde natürlich trotzdem unter die Marke fallen. Das würde dann Gericht so entscheiden, aber es ist eben nicht identisch. Und deswegen muss der Richter dann halt abwägen, ob es zu ähnlich ist oder nicht. Und da gibt es verschiedene Entscheidungskriterien. Also einmal, es gibt eigentlich 3 verschiedene Kriterien. Einmal muss es klanglich identisch oder ähnlich sein, und klanglich ist es identisch einfach. Dann muss es schriftbildlich ähnlich sein. Also eins von diesen 3 Kriterien muss nur erfüllt sein, in der Regel. Schriftbildlich ähnlich kann es sein, und das ist es also visuell, und das ist es hier auch. Auch wenn da ein Kontrastumkehr ist und auch wenn da andere Farbgebungen in den Rändern sind und so, hat auch der BGH vor einer Weile entschieden, da ging es um das Johanniterkreuz oder Malteserkreuz oder Johanniterkreuz, die sind ja sehr ähnlich, dass ein Wettbewerber, der das invertiert benutzt hatte, auch unter die Marke gefallen ist. Also das macht dann, der Gesamteindruck muss einfach der gleiche sein. Und dann assoziativ ähnlich, und das könnte man hier sogar auch sagen, weil ja Tante Minna durchaus eine Assoziation hervorruft und die gleiche Assoziation hervorgerufen wird hier durch die beiden Marken. Insofern würde ich hier ganz klar eine Markenverletzung annehmen und ein Gericht wahrscheinlich auch. Und also das dürfte jemand nicht. Auch einfach, sagen wir mal, wenn er das den Rand hellrot machen würde, dürfte er es trotzdem nicht. Ja, so. Okay, verstehe. Also das hätte dann trotzdem schon einen Schutz. Es ist jetzt wirklich nicht die 100% identische Verwendung, sondern auch wenn es in der Nähe davon ist, gibt es diese Kriterien.
Okay, super. Habe ich verstanden und leuchtet mir trotzdem ein, warum wir eine Wortmarke hauptsächlich verwenden sollten. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, zum Beispiel bei BMW war, glaube ich, das Beispiel, diesen Namen BMW für Auto, Automobil, beziehungsweise jetzt dieses hier, was wir gerade vor uns haben, für Waschsalone, Wäschereien, SB-Waschsalonbetriebe und vielleicht auch Waschmittel. Das heißt, es gibt ja diese Klassifizierung. Soweit wie ich mich eingelesen habe, geht's da, sind das die sogenannten Nizza-Klassen. Vielleicht kannst du da mal einen Schwank erzählen. Was ist das? Wo kommt das her? Welche Klassen gibt es? Worauf muss man da achten? Genau, also das haben sich die wichtigsten Industrieländer irgendwann mal vor ganz langer Zeit in Nizza ausgedacht, deswegen auch Nizza-Klassifikation. Und da werden einfach alle Waren und Dienstleistungen, die es überhaupt so gibt, werden in 45 Klassen eingeteilt. Und da gibt es eben eine Klasse für Waschmittel, die ist Klasse 3. Und dann gibt es eine Klasse für Betreiben von Waschsalons, das ist 37. Und dann gibt es aber auch eine Klasse für Restaurants, das ist 43. Und eine Klasse für Musikinstrumente und eine Klasse für Bücher und so weiter und so weiter. Und die meisten Klassen sind relativ, sage ich mal, sortenrein. Also da sind ähnliche Sachen untergebracht. Es gibt aber auch ein paar ganz komische Klassen, wo ganz viele verschiedene Sachen drin sind, die nichts miteinander zu tun haben. Da muss man ein bisschen aufpassen, denn normalerweise ist immer so eine Grundregel, wenn eine ältere Marke eben in der gleichen Klasse ist, dann ist er eigentlich verwechselbar. Aber das ist zum Beispiel bei Klasse 9 gar nicht zwingend notwendig, denn in Klasse 9 sind eben Feuerlöscher, Sonnenbrillen, Computer, Magnete, Kabel, alles Mögliche, Taucherbrillen und sowas. Also alles drin. Und insofern, wenn jemand für Feuerlöscher da Schutz hat, dann kann man trotzdem noch Sonnenbrillen in Klasse 9 auch kriegen. Denn, also ja, ganz wichtig auch, außer vielleicht bei ganz bekannten Marken wie BMW, ist so eine Grundregel, dass die Marken eigentlich, wenn sie unähnliche Waren und Dienstleistungen haben, nebeneinander existieren müssen. Also, dass das erlaubt sein muss. Da gibt es eben auch ganz viele, zum Beispiel bei Trumpf, Triumph und so, gibt es Unterwäsche und Schokolade und Motorräder und lauter verschiedene Hersteller, die alle identische oder sehr ähnliche Namen haben. Und die sind alle friedlich nebeneinander und keiner tut dem anderen was, weil die einfach in ganz anderen Klassen geschützt sind, für ganz andere Waren und Dienstleistungen. Okay, verstehe. Ja, und vielleicht magst du ja deine Bildschirmteilung wieder aufheben sozusagen. Ach so, ja, natürlich. Sorry, ja. Klar, es tut mir leid. Kein Problem. Wo kann ich die, da kann ich die aufheben. So, ja, super. Genau. Genau. Dann vielleicht für jemanden, der sich jetzt schon gedanklich überlegt, ich habe ein Logo oder ich habe ein Wort im Sinn, womit ich mein Projekt bezeichne, das möchte ich gerne schützen. Der wird jetzt ja wahrscheinlich die Frage haben, okay, wie kann ich denn recherchieren, wen gibt es da, wer ist in welchen Klassen unterwegs vielleicht, weil ich sage jetzt mal, mir fällt spontan jemand ein, zwei junge motivierte Leute haben uns vor kurzem eine E-Mail geschrieben, die sich eine App zur Erleichterung der Reisekostenabrechnung ausgedacht haben und entwickelt haben. Gut, ist jetzt in 2020 nicht so das wahrscheinlich am meisten nachgefragte Produkt, aber wird auf jeden Fall wieder kommen. Wir haben noch ein paar ganz smarte Ansätze. Und das ist ein Name, den ich jetzt nicht nennen möchte, aber der wird sehr wahrscheinlich auch für andere Produktarten verwendet werden können. Wie gehen die jetzt am besten vor, wenn die einfach mal schauen wollen, hat das schon jemand für mobile Applikationen im B2B-Kontext verwendet oder gibt es das wirklich nur für Unterhosen zum Beispiel? Ja, also da gibt es vom Europäischen Markenamt, vom IOEPO, eine kostenfreie Datenbank, die heißt TMView. Da habe ich auch so ein Tutorial gemacht, wie man da sucht, einfach auf YouTube Markenrecherche eingeben und dann bin ich, glaube ich, immer der erste Treffer. Da kann man kostenfrei suchen, ob es ähnliche ältere Marken gibt, also nicht nur in den Registern, also die meisten suchen halt im deutschen Register beim DPMA und da kann man nur wirklich, dann gibt man PMW ein oder BMW und dann findet man wirklich nur Marken, die BMW beinhalten. Und keine anderen. Während bei dieser TMView-Webseite findet man dann auch ähnliche ältere Marken. Wie genau der Algorithmus ist, das weiß ich, wie der funktioniert, weiß ich nicht. Aber so aus meiner Erfahrung findet man da schon die allermeisten ähnlichen Marken. Also wir haben natürlich auch eine Markenrechercheurin die findet manchmal noch andere relevante Marken, manchmal sogar auch relevantere, aber sagen wir mal, in 95% der Fälle ist TMView vollkommen, finden wir mit unserer Rechercheurin keine viel relevanteren Marken.
Der Nachteil an TMU ist natürlich, wenn man das selbst macht, dass man das selbst gar nicht so richtig einschätzen kann vielleicht. Ist die Marke zu ähnlich oder nicht, ja, die jetzt da abgebildet ist? Und das ist eher eine Erfahrungssache, beziehungsweise da gibt es auch einen auf der IOEPO-Webseite auch so ein so Guidelines, Richtlinien, wo man so auf, ich glaube, 200 Seiten für dieses Thema zusammengefasst lesen kann, wann Marken als ähnlich angesehen werden und wann nicht. Aber ja, das ist halt gar nicht so einfach, wenn man das selbst macht, das so zu beurteilen, ist das jetzt zu ähnlich oder nicht. Ja. Und wenn ich jetzt TMView einsetze, dann kann ich natürlich auch nicht richtig dafür haften, weil ich weiß nicht, wie der Algorithmus funktioniert, ob es jetzt vollständig ist und so, da vertraue ich einfach unserer Rechercheurin mehr, aber so in den allermeisten Fällen klappt es einfach und gibt hervorragende Ergebnisse. Und jetzt kann ich vielleicht wieder trotzdem meinen Bildschirm teilen. Ja, ja, klar. Und dann kann ich euch nämlich mal zeigen, wie das so aussieht. So, jetzt teile ich mal wieder meinen Browser. Sieht man das? Ja, das sieht man. Ich glaube, für die Podcast-Gäste müssen wir vielleicht ein bisschen beschreiben, erklären. Genau, ja, klar. Also, vielleicht gehe ich nochmal auf das Suchinterface. Bei TMView gibt es ein Suchinterface, das erscheint hoffentlich gleich. Ja, jetzt gerade will er nicht laden. Das ist ja immer so, ne, Vorführeffekt. Live und in Farbe. So, wie kann ich das denn jetzt wieder aufrufen? Die Suche. Irgendwie will er gerade nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Also in dem Suchinterface ist ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt kommt's. Ah, sehr gut. Dass man hier in dieser Auswahl, also in der obersten Auswahlbox, wo man den Markennamen eingibt, dass man, da kann man verschiedene Modi auswählen, enthält oder das Wort oder beginnt mit oder endet mit oder ist. Und da ist ganz wichtig, dass man die unscharfe Suche auswählt, also dass er da automatisch guckt, ob es so ähnliche Sachen gibt. Dann gibt es ein anderes Suchfeld, das ist ganz wichtig, da gibt es verschiedene Suchfelder, aber ich gehe jetzt mal nur auf die wichtigsten Suchfelder ein. Ein Suchfeld ist wichtig, zwar Gebiete oder Markenämter. Und man kann entweder alle EU-Markenämter hier händisch manuell eingeben oder man kann einfach Gebiete sagen Europa und dann tut er da automatisch alle EU-Länder rein und das EU-EPO und die WIPO, das sind internationale Registrierungen, das sind so Art weltweite Marken, die eben auch in Europa in der EU Schutz entfalten können. Und dann ist ein wichtiges Feld für die Podcast-Hörer, die das eben nicht sehen, Waren und Dienstleistungen. Da hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Da füge ich jetzt mal gerade noch ein Feld zu. Einmal war vielleicht interessant die Klasse 37. Da steht jetzt hier Baudienstleistung. Das sieht man jetzt als Laie leider nicht, dass da auch das Betreiben eines Waschsalons drunter fällt. Unter Klasse 37, aber vertraut mir, ist einfach so. Und dann gibt es noch, dann hatten wir noch überlegt, vielleicht Einzelhandel, weil ihr da mit Waschmittel handeln wollt. Und dann kann man noch hier Klasse 3 dazufügen. So, das sind, da sind die ganzen, da sieht man hier schon Wasch- und Bleichmittel sind da zum Beispiel drin, auch Kosmetik und Poliermittel, Schleifmittel, solche ganzen Sachen sind da drin. So, das sind die wichtigsten Felder, die ausgefüllt werden müssen. Die übrigen Felder braucht man eigentlich nicht auswählen, weil man da nur die Marke unnötig, die Suche unnötig beschränkt. Also zum Beispiel Arten von Marken, dass man nur nach Wortmarken sucht, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch die Wortbildmarken finden, die vielleicht auch gefährlich sind. Also klicken wir jetzt hier einfach mal. Achso, wir können vielleicht den Einzelhandel, sollen wir den rausnehmen oder den oder drin lassen? Lass ihn ruhig drin, ja. Vielleicht werden wir hier auch argumentieren, das ist ja wie ein Ladengeschäft und so, wer weiß. Ja. Genau. So, da jetzt habe ich auch suchen geklickt. Diese TMView-Webseite ist leider manchmal ein bisschen langsam. Gehört ja auch zu einer Behörde, also ist das vollkommen okay. Genau. So, jetzt kommt was, jetzt lädt es langsam. Ja, und dann sieht man dann halt gleich, hoffentlich, wenn man dann auf Suchen geklickt hat, die Ergebnisse. Das dauert jetzt leider auch eine Weile. Und dann kann man sich die einzelnen Treffer auch ansehen.
Jetzt warten wir mal ganz kurz. Hier sieht man oben auch nochmal die Suchstrategie. Da sieht man, dann hat er das dann expandiert in die ganzen einzelnen EU-Länder quasi. Und EM ist Europa und BO ist die WIPO, internationale Registrierung dieser Art weltweiten Marken. Und dann Wortlaut der Marke, unscharfe Suche Minna und dann Waren und Dienstleistungen sind hier schon versteckt. So, jetzt sind wir schon da und haben die Trefferliste. Da hat er jetzt 275 ähnliche Marken gefunden. Die können wir jetzt nicht alle durchgucken. aber wir sehen schon, hier sind viele expired und ended. Und die wollen wir mal ausschließen. Deswegen kann man hier auf der linken Seite, gibt es verschiedene Filter. Und da kann man sagen, dass man nur die Registered und Filed Marken sehen will. Ja, da gehe ich jetzt mal auf Registered. Dann lädt er jetzt leider wieder eine ganze Weile. Und dann müssen wir das Gleiche nochmal für Filed machen, dass die Angemeldeten auch da sind. Und ja, also das kann man ja schon mal kurz zusammenfassen. Also man muss da jetzt noch nicht die größte Angst haben, wenn da einfach so viele auftauchen, sondern da sind auch zum Beispiel alle ausgelaufenen Marken drin verzeichnet, beziehungsweise die, die auch gelöscht wurden, zum Beispiel aufgrund diverser Konflikte. Das ist also schon mal so die erste Sache, die du dir anschaust. Status der Marke, ist die überhaupt noch aktiv? Muss ich die beachten? Genau. Was sind sonst noch weitere Dinge, wo du jetzt, wenn es dann irgendwann geladen hat, drauf schaust? Was sind wichtige Punkte, wo man auch schon beim ersten Screen? Genau, da ist es schon geladen. Wo ich drauf schaue, ist, ich gucke in die einzelnen Treffer rein, die ich als besonders nah empfinde, als besonders ähnlich empfinde. Mhm. Und dann sehe ich, dann gucke ich mal in Google, ob die überhaupt benutzt werden. Denn wenn die älter als 5 Jahre sind und nicht benutzt werden oder nicht wie eingetragen benutzt werden, dann sind die löschungsreif, dann können die gelöscht werden. Zumindest wenn sie in den letzten 5 Jahren in dem geschlossenen Zeitraum nicht benutzt worden sind. Und dann ist das Risiko schon mal viel geringer, dass aus diesen Marken erfolgreich vorgegangen werden kann. Und dann gucke ich natürlich, für was die jetzt wirklich eingetragen sind. Und in Klasse 37, haben wir ja vorhin gesehen, sind auch die ganzen Baudienstleistungen drin. Die sind viel populärer als jetzt Waschsalonsdienstleistungen. Deswegen gibt es wahrscheinlich ganz viele Marken in 37, die Baudienstleistungen umfassen und nicht die, die Waschdienstleistungen umfassen. Ich will jetzt mal, ich habe natürlich ein bisschen geschummelt, denn 167 Marken konnte ich nicht im Vorfeld alle, kann ich nicht jetzt ihr live im Podcast alle durchgucken, ja. Ich habe da festgestellt, dass es eben leider einige, sehr viele Marken, sehr ähnliche Marken auch in Klasse 35 gibt, auch für Präsentationen von Produkten und Marketingdienstleistungen und Produktvermarktung und so. Da würde ich also vielleicht nicht einfach auch, um auf deren Radar nicht aufzutauchen, würde ich, glaube ich, nicht eine Marke in Klasse 35 anmelden wollen, weil man dann eben, also es ist ja so, wenn wir jetzt für dich eine Marke anmelden, dann bieten wir dir anschließend auch an, dass wir die Marke überwachen. Das heißt, dass wir dir petzen, wenn jemand anders ähnliche Marken später anmeldet. So. Und genau diesen Service werden vielleicht viele von diesen, die es hier gibt, auch in Anspruch genommen haben. Und dann tauchst du, wenn wir jetzt in Klasse 35 anmelden, auf deren Radar auf und dann legen die Widerspruch ein oder vielleicht noch schlimmere Sachen mahnen dich ab oder so. Und das kann keiner brauchen. Denn wenn man eine Unionsmarke anmeldet, einmal ist es natürlich nervig und kostet Geld und Zeit, aber wenn man eine Unionsmarke anmeldet, dann wird die erstmal, dann gibt es erst die Widerspruchsfrist, anders als bei den deutschen Marken, und dann wird sie erst eingetragen. Das heißt, wenn jemand Widerspruch einlegt und dann dauert das irgendwie 2 Jahre, bis der abgeschlossen ist, dann wird die auch so lange nicht eingetragen, die Marke, und dann hast du halt die Marke bis dahin nicht. Und das ist halt auch anstrengend. Deswegen kann ich da nicht empfehlen, wenn es da sehr viele ähnliche Marken gibt, einfach mal es drauf ankommen zu lassen, sage ich mal. Ich suche gerade nach bestimmten Marken, nämlich vielleicht kann ich das auch erzählen. Vielleicht finde ich sie gleich noch, aber ich erzähle es jetzt. Also 35 würde ich dir eben nicht empfehlen. Dann habe ich mir die Liste mal angeguckt und habe gesehen, es gibt leider ein Chemieunternehmen, das heißt Minha, also Minha, M-I-N-H-A. Das ist zwar einfach nur das portugiesische Wort für Main, aber das ist eine spanische Marke. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus Spanisch auch Main einfach heißt,
Aber da das eben sehr ähnlich mit Minna ist und die auch Waschmittel produzieren, dieses Chemieunternehmen, und die auch sehr aktiv sind und größer sind und bestimmt auch eine tiefe Kriegskasse haben und so, um gegen andere vorzugehen, würde ich jetzt dir nicht empfehlen, unter Tante Minna Waschmittel zu produzieren, jedenfalls nicht in Spanien anzubieten. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch außerhalb Spaniens Marken haben. Ich würde mir also möglicherweise, das ist ja jetzt erstmal nur ein Zukunftsprojekt gewesen mit dem Waschmittel, das habt ihr ja gerade noch nicht, also im Moment besteht auch gar keine Gefahr und gar kein Anlass, sich Sorgen zu machen, aber ich würde nochmal drüber nachdenken, vielleicht einen anderen Namen zu finden für das Waschmittel, mhm. dass man eben mit dieser spanischen Firma nicht in Konflikt gerät. Ja. Ich finde sie jetzt so schnell eigentlich hier nicht, aber ja, vorhin beim Vorbeiscrollen habe ich noch eins gesehen, was wahrscheinlich ja, sehr, also einen ähnlichen Bereich betrifft, und zwar keine Baudienstleistung, sondern das hieß Arminia Lavanderia. Und das ist meinem ganz gebrechlichen Spanisch-Portugiesisch auf A1-Niveau, heißt Lavanderia Wäscherei. Ja, ja, genau. Ich habe da natürlich geschummelt, weil ich die auch gefunden hatte. Das ist die ähnlichste Marke, die ich hier gefunden habe. Mhm. Und die leider auch genau deine Dienstleistung betrifft, die habe ich zufällig hier auch schon mal aufgerufen gehabt. Mhm. Und da kann man mal sehen, was man sich so angucken kann, worauf ich so drauf achte. Einmal ist Minia Lavanderia eben klanglich sehr ähnlich, ja, also Mina und Minia. Lavanderia heißt einfach Wäscherei auf Portugiesisch, ich glaube auf Spanisch auch, weiß ich nicht genau. Das ist jetzt hier eine portugiesische Marke, sieht man hier. Und ja, die ist im Prinzip schon so klanglich jedenfalls sehr ähnlich. Jetzt ist die Frage, ob die gefährlich ist oder nicht. Ja, also die ist erstmal für euch, also aus der Marke könntet ihr nicht abgemahnt werden, weil ihr in Portugal ja gar keine Wäscherei betreibt. Ja, und das ist eine portugiesische Marke und die können nur in Portugal verbieten mit der portugiesischen Marke. Das heißt, ihr habt erstmal grundsätzlich gar kein Problem mit der Marke. Mhm. Ja? Und ihr werdet wahrscheinlich ja auch voraussichtlich in den nächsten 5 Jahren nicht in den portugiesischen Markt eindringen. Wer weiß, ja, vielleicht schon. Mhm. Aber insofern ist das erstmal gar kein Problem. Das ist deswegen vielleicht ein Problem, weil diese nationale portugiesische Marke als Widerspruchsmarke gegen eure Unionsmarke dienen könnte. Und also aus der Marke könnte Widerspruch eingelegt werden. Und dann muss man sich schon angucken, haben die Aussichten auf Erfolg oder nicht? Und ich meine, die hätten keine Aussichten auf Erfolg, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal ist es so, dass Minha Lavanderia ja einfach meine Wäscherei heißt. Und in Portugal gibt es genau wie in Deutschland auch ein grundsätzliches Gebot, dass Marken, die genau das, heißen, was sie beanspruchen, also genau das meinen, den Sinngehalt haben, was sie beanspruchen wollen, löschungsreif sind, gelöscht werden können. Und hier sieht man, die sind für Lavanderia Self-Service angemeldet, ja, also für Wäscherei in Selbstbedienung. Und da ist meine Wäscherei einfach unmittelbar beschreibend. Das heißt, ich würde, falls aus der Marke vorgegangen werden sollte, in einem Widerspruch, sehe ich sehr gute Aussichten auf Erfolg, dass man die eben löschen lassen kann. Dann ist es aber auch so, wenn die eigentlich löschungsreif ist, dann kann man die in diesem Widerspruchsverfahren, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, nicht löschen. Man müsste dazu ein extra Löschungsverfahren anstrengen. Aber man kann dem Amt im Widerspruchsverfahren sagen, liebes Amt, die ist eigentlich löschungsreif, das wirst du auch so sehen, aber dazu müssten wir ja extra Verfahren anstrengen und das ist ja auch nicht Gegenstand dieses Widerspruchsverfahrens. Aber wenn eine Marke sehr beschreibend ist, dann ist sie auch sehr schwach und hat nur einen sehr geringen Schutzbereich. Und dann reichen eben bei sehr beschreibenden Marken schon kleine Abweichungen aus, um aus dem Schutzbereich der Marke herauszuführen. Und ihr habt ja Tante Minna, das heißt, ihr habt noch ein zweites Wort davor und Lavanderia fehlt bei euch. Das heißt, ihr habt schon eigentlich relativ deutliche Abweichungen und ihr habt auch in dem Wort Minna eine Abweichung, nämlich eben in einem Buchstaben. Insofern sehe ich da auch sehr gute Aussichten auf Erfolg, auch im Widerspruch ohne die Löschung, einfach erfolgreich zu bleiben.
Okay. Jetzt kann man mal gucken, die ist ja bald 5 Jahre alt, ne? Und eine Marke kann ja, hatte ich ja schon gesagt, gelöscht werden, wenn sie 5 Jahre nicht wie eingetragen benutzt wird. Und da habe ich mal geguckt, ob die benutzt wird. Die wird leider tatsächlich benutzt. Das ist eine kleine Wäscherei, ja, die hier in São Domingos de Rania, ich habe keine Ahnung, wo das liegt, ja, tatsächlich betrieben wird. Habe ich nachgeguckt. Ja, das heißt, da wir könnten die jetzt nicht wegen Nichtbenutzung kaputt kriegen, die Marke. Aber wie gesagt, einmal könnten wir sie zweifelsfall löschen und zweitens hat sie einen sehr geringen Schutzbereich. Und ich glaube, eure Marke ist zu unterschiedlich, um dann noch unter diese Marke zu fallen. Okay, das klingt doch schon mal grundsätzlich gut. Das heißt für mich, dass wir das für die Klasse 37 auf jeden Fall anmelden können und probieren sollten. Genau. Sogar wenn es ein kleineres Unternehmen ist, denke ich, kann man sich da zumindest mit dem Eigentümer einigen und sagen, es trennen ungefähr 3000 Kilometer. Du hast ganz andere Kundenwünsche als wir. Und da wird man auch wahrscheinlich auf dem, ich sage jetzt mal, kürzeren Dienstweg eine Einigung finden. Und selbst wenn nicht, sieht es sehr gut aus, dass das möglich ist. Da kann ich vielleicht auch ganz kurz was zu sagen. Ein sehr guter Stichpunkt mit Einigung. Mhm. Wenn ein Widerspruch eingelegt wird, dann gibt das EOIPO beiden Parteien erstmal 2 Monate Zeit, um eine außergerichtliche, außeramtliche Einigung zu finden. Die sogenannte Cooling-Off-Frist, das heißt die Abkühlfrist, wo beide Parteien sich erstmal abkühlen sollen. Und da würde man dann eben an den anderen rantreten und sagen, hier hör zu, wir sind so weit auseinander und so. Wenn wir hoch und heilig versprechen, in Portugal keine Dienstleistung einer Wäscherei anzubieten, würdest du dann deinen Widerspruch zurücknehmen. Und das ist eine sogenannte Koexistenzvereinbarung. Oft gehen die darauf ein, weil sie natürlich auch keine Lust auf so ein Widerspruchsverfahren haben. In einem Widerspruchsverfahren trägt in der Regel jeder seine Kosten selbst, bis auf einen ganz kleinen Erstattungsbetrag, der normalerweise nur so 300 Euro beträgt. Also so die Gesamtkosten in einem Widerspruchsverfahren sind eher so zwischen 1.500 und 2.500 Euro, je nachdem, wie es so läuft. Und hier hat der andere vermutlich auch in ähnlicher Höhe. Insofern will er sich das eigentlich ja auch sparen. Das ist eine kleine Wäscherei, die hat sowieso keine Lust auf solche Streitereien. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die darauf eingehen würden, wenn man denen halt ein Angebot macht und sagt, hier, wir versprechen hoch und heilig euch zum einen, euch nicht anzugreifen aus unserer Marke, also aus Tante Minna. Und zweitens würden wir auch versprechen, in Portugal keine Waschsalons zu betreiben. Und dann, dann könnte man sich mit denen bestimmt einigen. Ja, okay, jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer sich die Frage stellen, Momentchen mal, warum melden die dann überhaupt was europaweit an, wenn die gar nicht nach Portugal wollen, nicht nach Spanien und Italien? Vielleicht dazu noch kurz was. Warum überhaupt das? Vielleicht kannst du da auch nochmal die Unterschiede zwischen den Kostenstrukturen für beide, also für die Kosten für eine deutsche Marke und den Aufwand plus für eine deutsche Marke und vielleicht noch für den Zuhörer und Zuschauer die Info. Uns interessiert auch der österreichische Markt. Also natürlich ist nur deutschsprachig für uns wirklich relevant. Niederländisch wäre vielleicht noch so nah dran sprachlich, könnte man vielleicht noch hinbekommen, aber Österreich natürlich schon. Und das überhaupt so als Hintergedanke. Wird sich wahrscheinlich der eine oder andere gerade gefragt haben, warum guckt ihr denn überhaupt in Portugal und macht euch da einen Kopf? Also vielleicht kannst du uns ja mal überlegen. Ja, genau, sehr guter Punkt. Kann das Sinn machen? Ja, klar. Also eine deutsche Marke, wenn ihr die über einen Anwalt anmeldet, wird die irgendwo so zwischen 600 und 1300 Euro kosten, inklusive Amtsgebühren und Honorar. Wir liegen da so ziemlich in der Mitte, auch generell so im Mittelfeld der Patentanwalts- und Rechtsanwaltsdienstleister. Wenn man eine Unionsmarke anmeldet, wird das eben nicht viel teurer sein, ungefähr nur doppelt so teuer. Also irgendwo so vielleicht zwischen 1.500 und 2.500 Euro oder so, je nach Kanzlei. Und wenn man die selbst anmeldet, also ohne Kanzleihilfe, dann wird das in Deutschland etwa 300 Euro kosten. Und wenn man unionsweit anmeldet, so um die 1.000 Euro, vielleicht ein bisschen drunter, wenn man nur in einer Klasse anmeldet. Insofern, das ist jetzt kein riesengroßer Kostenunterschied. Und wenn man jetzt eine nationale Marke anmelden würde, also eine deutsche Marke und eine österreichische Marke, dann wäre das sowohl, wenn man es selbst macht, wenn man selbst kann man es in Österreich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ich meine nicht machen, dann braucht man einen Vertreter, wenn man dort nicht eine Zustelladresse hat. Das heißt, man müsste da einen Anwalt beauftragen, könnte nur die deutsche Marke selbst anmelden.
Also das wäre dann schon dadurch, wenn man es eben erstmal selbst machen will, schon teurer. Und wenn man das über Anwälte macht, ist es auch teurer, weil dann eben die beiden nationalen Marken Österreich und Deutschland insgesamt teurer wären, als wenn man eine Unionsmarke anmelden würde. Insofern ist da eigentlich der Business Case schon sofort da für eine Unionsmarke. Man muss sich dann eben, wie gerade schon angesprochen, klar sein, dass gegen so eine Unionsmarke eben auch portugiesische Marken stehen können. Und dann muss man sich halt auch mit den älteren portugiesischen Marken auseinandersetzen und gucken, sind die ein Problem oder nicht. Ne? So. Ja, okay. Macht, glaube ich, total Sinn und ja, ist mir gerade noch so eingefallen, das habe ich, glaube ich, am Anfang bei den Grundanforderungen gar nicht so mitformuliert, dass wir auch die anderen Länder natürlich auf dem Schirm haben, wodurch das Grundproblem, was wir ja gerade vorhin besprochen haben, erst aufgekommen ist. Ja. Dann vielleicht noch eine weitere Frage, wo jetzt jemand sagen würde, dass ich jetzt im, ja, wenn wir das hier live machen würden, im Publikum melden würde und sage, ja, aber eine Frage, eine Frage, euer Ehren, wird es vorhin gesagt, nach der Widerrufsfrist zum Beispiel oder Widerspruchsfrist. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz was zu sagen? Wie läuft das ab, wenn wir das jetzt anmelden, heute eintragen? Wie ist dann der Schutz? Ab wann beginnt der? Wer kann in welchem Modell wogegen widersprechen? Das ist ja, genau. Interessant für viele. Also wenn wir eine deutsche Marke anmelden würden, dann würden wir die zum Beispiel heute anmelden. Dann braucht das Amt im Schnitt so 2-3 Monate, manchmal geht es in 2 Wochen, manchmal 5 Monate, bis die Marke eingetragen ist, wenn sie nicht beanstandet wird. In diesem Fall würde ich sagen, wird sie wahrscheinlich nicht beanstandet. Die wird in der Regel beanstandet, entweder wenn die Anmeldeangaben unklar sind. Das passiert meistens bei BGB-Gesellschaften, weil dann irgendwie vergessen wurde, eine Privatanschrift anzugeben oder wer der vertretungsberechtigte Gesellschafter ist oder so. Oder sie wird meistens beanstandet, wenn sie beschreibend ist für das, was sie geschützt werden soll. Und das ist hier nicht der Fall. Insofern würde ich hier keine Beanstandung erwarten. Also wird die vielleicht so in 2-3 Monaten eingetragen. Und dann schließt sich eine Widerspruchsfrist an. Du kannst aber während dieser Widerspruchsfrist schon aus dieser Marke vorgehen. Es ist ja eine eingetragene Marke. Und der Widerspruch dauert dann, da haben wir jetzt noch keine Erfahrungswerte, das wurde gerade erst reformiert, das Widerspruchsverfahren. Früher hat es so in der ersten Instanz locker auch mal 2-3 Jahre gedauert. Die haben das versucht jetzt zu streamlinen und die Hoffnung ist, dass es innerhalb 1 oder 1,5 Jahren vielleicht abläuft, diese erste Instanz. Wir sind gespannt. Und ja, dann kann der Widerspruch einmal dazu führen, dass die Marke widerrufen wird oder teilweise gelöscht wird oder einfach aufrechterhalten bleibt. Oder es wird einfach kein Widerspruch eingelegt, das ist natürlich das Beste. Und dann hast du einfach eine eingetragene Marke. So, dann kann aber nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist, kann trotzdem noch später auch jeder Dritte die Marke löschen auf Basis von älteren Rechten. Also so ähnlich wie der Widerspruch, nur ist das ein bisschen ein Tick teurer. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel teurer. Also gab es auch gerade eine Reform im Markenrecht. Insofern hat die Widerspruchsfrist fast ihre Zähne verloren. So, ja? Also man kann auch im Prinzip zu jedem späteren Zeitpunkt immer die Marke angreifen, einmal auf Basis älterer Rechte, wenn man ein älteres Firmenkennzeichen hat oder eine ältere Marke hat, die so ähnlich ist. Man kann eine Marke auch angreifen, dass sie rein beschreibend ist. Und dass das Amt die nie hätte eintragen sollen. Man kann eine Marke auch angreifen, dass sie nicht benutzt wurde in den letzten 5 Jahren. All diese Löschungs- und Nichtigkeitsverfahren kann man auch nach dieser Widerspruchsfrist immer beginnen. In Europa ist das ein bisschen anders vom Ablauf. Da meldet man die Marke an und dann wird die meistens sehr kurzfristig, in deinem Fall werden wir wahrscheinlich im Fast-Track-Verfahren im sogenannten landen, dass sie dann innerhalb von 2-3 Tagen durchgewunken wird. Okay. Dann wird sie als Anmeldung veröffentlicht, also noch nicht eingetragen. Dann schließt sich die Widerspruchsfrist von 3 Monaten an. Und dann, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde, dann wird sie erst eingetragen. Mhm. Das heißt, die wird dann erst wahrscheinlich so in knapp 4 Monaten eingetragen, wenn kein Widerspruch eingelegt wird. Wenn ein Widerspruch eingelegt wird, das kann man natürlich niemandem verbieten, auch wenn die unähnlich sind, vielleicht die Marken. Ja, da gibt es zum Beispiel, habe ich viele Marken in Klasse 37 auch gesehen, die allerdings eben für Baudienstleistungen eingetragen sind und die werden als unähnlich beurteilt. Da kann es also sein, dass jemand da sagt, oh ja, ganz ähnliche Marke in Klasse 37, legen die erstmal präventiv Widerspruch ein und dann stellen sie nachher erst fest, oh ja, wir sind Bauunternehmer und das sind Waschsalons.
Aber ja, kann man nicht verbieten und das kann sein, dass ein Widerspruch kommt. Dann kann man den wahrscheinlich ja dann relativ schnell abbiegen, indem man eben in dieser Cooling-Off-Frist dann vielleicht eine Einigung erzielt mit dem anderen. Ja. Wenn man die nicht erzielt, dann hat man halt erstmal den Widerspruch an der Backe und dann dauert das auch eine Weile, bis die Marke dann überhaupt eingetragen wird, eben erst, wenn der Widerspruch rechtskräftig abgeschlossen ist. Okay, gut. Das ist, glaube ich, für viele hier interessant, was passiert, wenn es schief läuft oder wenn es wirklich nah dran war und ja, erstmal aussortiert werden muss, wer hat Recht oder nicht Recht. Ist, denke ich, gut zu wissen. Wie läuft es dort? Ist es auch ähnlich, dass die Kosten für das Verfahren jeder Beteiligte selbst trägt? Ist das so? Ja, genau. Bei den Deutschen ist es sogar die Regel, dass überhaupt kaum, also fast nie Erstattung stattfindet. In Europa ist es so, dass immer der Verlierer zahlen muss, aber nur 300 Euro erstatten muss. Hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Man kriegt ein bisschen was wieder und das muss man auch mühsam einklagen und so. Also man kann nicht drauf bauen, dass man es wirklich erstattet kriegt, diese 300 Euro, weil das relativ viel Aufwand ist. Also wenn man, wenn der Gegner in Deutschland sitzt, was noch dann die einfachste Form ist, dann muss man eben, wenn man so eine Kostenentscheidung hat, muss man dann zum Bundespatentgericht, dann muss man sich eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Entscheidung vom IOEPO da ausstellen lassen vom Bundespatentgericht. Und dann muss man die halt dann durchsetzen, der Gegnerseite dann schicken und so. Und wenn die dann nicht zahlen, dann muss man halt dann klagen und so. Also für 300 Euro lohnt sich das alles nicht. Deswegen meistens kriegt man das Geld einfach nicht wieder. So. Ja, okay. Ist, glaube ich, auch besser, wenn man sich das gleich von Anfang an so einplant und gar nicht diese 300 Euro einplant, weil dann ist der Aufwand ja viel höher. Genau. Okay, dann ich überlege gerade noch, was vielleicht mögliche Zuschauer und Zuhörer für weitere Fragen haben. Ich überlege gerade, vielleicht kannst du auch was erzählen, was sind denn bei euch so die FAQs oder vielleicht auch die häufigsten Fehler rund um diese Markenanmeldung? Wo musst du am meisten erstmal grundsätzlich erklären? Gibt es da bestimmte Punkte, wo du in fast jedem Gespräch mit einem Neuanmelder sozusagen darauf hinweisen musst? Ja, genau. Also auf den wichtigsten Punkt hatte ich schon hingewiesen mit der Wortbildmarke und der Wortmarke. Die meisten wollen halt ihr schickes Logo anmelden und dann muss ich denen erstmal erklären, im Markenrecht ist das die Wortmarke einfach besser. Aber was jetzt hier in dem Fall vielleicht noch wichtig ist, die häufigsten Fehler, die ich bei selbst angemeldeten Marken sehe, ist, dass sie eben da unendlich lange Verzeichnisse von Waren und Dienstleistungen machen. Und auch auch Begriffe reinnehmen, die sie gar nicht benutzen. Das kann natürlich vorteilhaft sein, weil man dann breiteren Schutz hat und dann auch Schutz auf Dinge, die man vielleicht gar nicht erstmal braucht und vielleicht erst in Zukunft das Geschäftsfeld aufmacht. Also wenn du jetzt in Zukunft Baudienstleister werden willst, dann könntest du in 37 auch für Baudienstleistungen anmelden. Aber viel wichtiger ist, dass sie eben nicht kapiert haben, dass es da Oberbegriffe gibt und Unterbegriffe. Und dann melden sie halt, also ganz krasses Beispiel, was nicht intuitiv ist, aber in Klasse 9 gibt es aufgezeichnete Daten, das ist ein Oberbegriff, das weiß halt keiner, für Software und für runterladbare E-Books und für Apps und für Podcasts und für alles Mögliche ist das der Oberbegriff. Das heißt, wenn man Recorded Media oder aufgezeichnete Daten in Klasse 9 schützt, dann ist automatisch damit auch Software. Dann braucht man nicht da die ganzen Unterbegriffe auch. Oder in Klasse 25 gibt es Bekleidung. Einfach nur Bekleidung, ja. Und dann braucht man eben nicht T-Shirts und Hosen und Hemden und Socken und all das aufführen. Da braucht man einfach in Klasse 25 braucht man nur 3 Begriffe aufzählen. Da hat man alles. Da braucht man nur, ich glaube, Kopfbedeckung, Schuhwaren und Bekleidung. Und dann ist alles abgedeckt. Und dann, dann kann man eben diese unendlich langen Verzeichnisse, die manchmal existieren, wenn man es selbst gemacht hat, vermieden werden. Und in deinem Fall ist es so, meine Empfehlung wäre hier, und das passiert auch bei ganz vielen anderen Anmeldern so, würde ich empfehlen, das sehr eng anzumelden, nur genau auf Waschsalons bezogen. Denn ich habe schon einige sehr ähnliche Marken in diesen 170 Marken gesehen, die eben diese anderen Dienstleistungen Klasse 37 beanspruchen. Und wenn wir, normalerweise würde ich ja empfehlen, möglichst breite Marke anzumelden. Ne? Also für die gleichen Kosten kriegt man halt einen viel breiteren Schutz, wenn man die ganzen anderen Sachen auch beansprucht.
Ja. Aber die Gefahr ist natürlich, dass man dann auch mehr Konflikt einfach, Konfliktpotenzial hat und mehr Konflikt mit denen, die dann eben dafür die Marken haben, für die Sachen, die man vielleicht gar nicht so braucht. Und das ist in dem Fall so, dass es da einige sehr ähnliche Marken gab für eben ganz andere Dienstleistungen, Klasse 37. Deswegen würde ich in deinem Fall sagen, melden wir lieber sehr konkret und sehr genau spezifisch bezogen auf Waschsalons an, damit wir eben da möglichst wenig Konfliktpotenzial haben und die Marke ohne Widerspruch eingetragen wird, damit ihr halt möglichst schnell eine eingetragene Marke habt. Ne? Okay, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich musste gerade, ich habe mich gerade selbst ertappt gefühlt. Meine erste Marke habe ich ja tatsächlich selbst angemeldet im Sportartikelbereich. Und dort habe ich zum Beispiel auch in Klasse 8 gibt es Bodenschutzmatten, sozusagen über Fußbodenbelege und solche Dinge. Ja. Und das war tatsächlich mal eine Produktidee, die in dem Umfeld Sinn gemacht hat. Also meine Kunden sind CrossFit-Studios, die brauchen so eine Gummimatten auf dem Boden, damit die Gewichte halt nicht so laut rumpeln, wenn die runterfallen. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das mal mit aufnehmen soll, habe mich dagegen entschieden, weil das logistisch ganz andere Kosten und Anforderungen mit sich bringt. Also Produktidee wieder verworfen, aber ich habe es jetzt halt einfach drinstehen. Würdest du empfehlen, wenn das schon eingetragen ist und schon aktiv ist, einfach zu sagen, gut, dann lass es halt drin. Oder kann man das, sollte man das wieder rauslöschen, wenn man das ohnehin nicht braucht und auch nicht mehr vorhat, anzugehen? Nö, wenn sich da keiner dran gestört hat, würde ich es drin lassen, denn es bietet dir einen breiteren Schutz und wer weiß, in 5 Jahren willst du es vielleicht doch machen. Und die Marke kann halt in dem Umfang immer von Dritten gelöscht werden, indem sie nicht benutzt wird in den letzten 5 Jahren. Das heißt, ich würde dann, eine Marke wird nur gelöscht, wenn es dafür einen Anlass gibt. Das heißt, wenn du aggressiv aus der Marke vorgehst, dann kommt jemand auf die Idee, die Marke angreifen zu wollen, zu löschen. Und deswegen würde ich, bevor du gegen jemanden vorgehst aus der Marke, immer gucken, ob du auch diejenigen Waren und Dienstleistungen auch benutzt, aus denen du vorgehst. Wenn dann die Marke nämlich angegriffen wird mit der Löschung, dann verlierst du halt dann alle Waren und Dienstleistungen, die du nicht benutzt. Aber das ist dann einfach so ein Reinigungsprozess, sage ich mal, der dann natürlich auch etwas teurer ist, aber der schadet dir erstmal grundsätzlich nicht, ja, weil du diejenigen Waren und Dienstleistungen behältst, die du benutzt und das andere fällt dann halt weg, kannst du dann in Zukunft halt dann nicht mehr aufnehmen. Aber also du kannst jederzeit die Benutzung dann wieder aufnehmen und dann kann die Marke auch nicht mehr gelöscht werden. Das heißt, wenn du die Marke jetzt, weiß ich, 7 Jahre hast und dann ist die in Klasse 37 jetzt zum Beispiel nicht nur für Waschsalons, sondern auch eben Baudienstleistungen eingetragen, jetzt kommst du auf die Idee, willst auch Bauträger werden, kannst du dann einfach machen und dann kann die dann eben nicht mehr dafür gelöscht werden, für Baudienstleistungen. Ja, genau. Okay. Ja, super. Das ist auch noch ganz interessant, denke ich. Auch für andere, die jetzt auf der anderen Seite stehen und sich überlegen, okay, da ist jemand, der hat das schon seit Jahren, nutzt das aber kaum. Das ist jetzt aber schon über 5 Jahre drin. Kann ich da was tun? Ist, glaube ich, auch eine relevante Frage. Ja. Man kennt ja dann meistens doch seine Mitbewerber oder beschäftigt sich in dem Fall dann damit, wenn sie einem da im Weg stehen an so einer Stelle. Ja. Ja, ich glaube, mir fallen gerade soweit keine weiteren Fragen mehr ein. Wenn du keine häufig gestellte Frage oder wichtigen Hinweis noch hast, wo du sagst, denk bitte da und da dran, das ist einer der wichtigsten Fehler oder Missverständnisse in dem Bereich. Gibt es da noch sowas? Ja, also eigentlich nicht, aber vielleicht eine Sache, auf die ich einfach nochmal hinweisen will, ist, dass es den Selbstanmeldern sehr schwer fällt, sicher und korrekt zu entscheiden, ob eine ältere Marke zu ähnlich ist oder nicht. Ja? Mhm. Da gibt es einfach so viel Rechtsprechung und so viel Gerichtsentscheide, die man da im Kopf haben muss. Das würde ich auf jeden Fall jemanden überlassen, der da eben ein bisschen Erfahrung hat. Da gibt es ja ganz viele Experten in Deutschland und überall. Man kann sich das anlesen alles, aber wahrscheinlich würde das mehr Zeitaufwand bedeuten als die paar hundert Euro, die man dann für einen Profi ausgibt. Ja. Das glaube ich auch. Man kann ja mal einfach mal beginnen mit den 200 Seiten Handreichung vom EU-IPO. Genau, das ist nur so die Minimalversion. Genau, wenn man das dann durch hat, diesen großen Spaß, dann kann man sich es nochmal überlegen. Also seit wir uns kennengelernt haben, kann ich ja auch ganz offen sagen, schiebe ich einfach alles, was aus der Richtung kommt, in deine Richtung auf deinen Schreibtisch, weil da habe ich gar keine Lust, mich noch intensiver mit zu beschäftigen. Und für dich geht es viel schneller, viel sicherer, als ich das jemals könnte. Und außerdem noch viel... viel günstiger letzten Endes, wenn man die eigene Zeit rechnet. Also von daher auch aus Kunden- oder Mandantensicht klare Empfehlungen, klare Weiterempfehlungen an dich und deine Kanzlei. Die Kontaktdaten packe ich natürlich in die Videobeschreibung bzw. Shownotes, auch für die Podcast-Zuhörer.
Wenn jemand irgendwas im Bereich Marken und Patente vorhat, sprecht auch gerne mit der Kanzlei Freischem und Partner, beziehungsweise auch gerne direkt mit Rolf. Da packe ich die Infos in die beschriebenen Stellen. Ja. Ja, also die meisten sagen halt, dass es sehr einfach ist, ist es auch im Prinzip, eine Marke anzumelden, da kommen wir ja gleich zu, aber eben dieser Schritt, das so richtig einzuschätzen und in welchem Umfang meldet man jetzt an und in welchem nicht und was lassen wir weg und so, das ist eben dann eigentlich das Schwierige. Ja. Ne, so. Ja. Wollen wir mal in Medias Res gehen und jetzt tatsächlich die Marke anmelden? Ja, dann würde ich sagen, dann rollen wir mal die Ärmel hoch, beziehungsweise du, ich muss ja nur zuschauen und die Angaben dir durchgeben, oder hast du sie ja teilweise sogar schon? Ja, ich habe die teilweise schon und also da muss man erstmal einen Account machen auf der Seite und hier sieht man, dass wir eingeloggt sind, ja, also ich habe mich mit unserem Kanzlei-Account eingeloggt, Preisschirm und Partner, dann kann man hier eingeben, da haben wir schon, also jeder kann in seinem Account einstellen, was die Voreinstellungen sind, da haben wir Deutsch immer als erste Sprache, als Voreinstellung drin, das kann man auch notfalls ändern. Und dann muss man immer eine zweite Sprache angeben, das ist hier in dem Fall Englisch und dann geben wir ein Aktenzeichen an, also kann man angeben, muss man nicht. Ich habe jetzt hier unser Aktenzeichen für diesen Fall, was wir schon generiert haben, hier mal hinterlegt beim IOIPO. Dann kann man hier angeben, dass wir eine Wortmarke anmelden wollen, also keine Bildmarke, keine 3D-Marke, keine Bildmarke mit Wortmarken oder weitere Arten oder so, sondern eben eine Wortmarke. Und das Sprachalphabet ist Deutsch, also es ist nicht Kyrillisch zum Beispiel, das kann man auch. Ja, ich habe auch schon Wortmarken auf Kyrillisch oder auch diese nordischen Sprachen mit diesen Kreisen auf den Vokalen und so, ne, kennst du ja auch. Ja. Das kann man auch alles als Wortmarke anmelden, aber wir wollen jetzt hier das normale deutsche Sprachalphabet nehmen und haben, da habe ich hier schon Tante Mina eingegeben. So, dann sieht man schon gleich, im Moment ist eine Klasse nur standardmäßig ausgewählt, die Grundgebühr 850 Euro. Und hier ist so eine Infobox zu Fast Track. Fast Track, da kommen alle Marken rein, die mit den Voreinstellungen hier zurechtkommen und wo man keine Custom-Made-Angaben macht, die dann erst händisch geprüft werden müssen. Und da kommen wir aber auch mit hin. Ja. Jetzt kann man hier auf Weiter klicken, dann kommt man zu den Waren und Dienstleistungen. Da kann man im Prinzip nach Waren und Dienstleistungen suchen, nach konkreten. Ja. Der baut das jetzt auf. Das habe ich schon mal vorgesucht quasi. Und habe jetzt hier, um eben Konflikt mit diesen vielen älteren Marken für andere Dienstleistungen Klasse 37 zu vermeiden, habe ich das jetzt sehr konkret auf Waschsalons bezogen, also Betrieb von Waschsalons, Vermietung von Einrichtungen eines Waschsalons. Und du hast erwähnt, dass ihr vielleicht ein Franchise plant, dass ihr dann eben da auch vielleicht die Sachen vermietet an die und Bereitstellung von Waschsalons zur Selbstbedienung, das ist eigentlich... ja, ein Waschsalon kann ja auch nicht Selbstbedienung sein, deswegen habe ich das mal mit aufgenommen. Das sind aber auch alles hier, die alle drei Formulierungen, das sieht man in grünen Häkchen, sind Formulierungen, die schon vom IOIPO vorgeprüft sind und so auch akzeptiert werden. Man kann auch einfach Freitext machen, also man kann auch sagen, einfach Waschsalons oder so oder Betreiben von Waschsalons und nicht Betrieb von Waschsalons. Das würde dann dazu führen, dass man nicht mehr im Fast-Track ist und würde aber genauso eingetragen, die Marke. Also das wäre insofern kein Nachteil, aber wir wollen natürlich möglichst schnell eine Marke haben. Deswegen habe ich hier diese drei Dienstleistungen ausgewählt. Ich habe jetzt nicht die Klasse 3 ausgewählt, wegen eben dieser dem Waschmittelhersteller, der auch europaweit Schutzrechte, glaube ich, hat. Der Minja heißt eben und dann habe ich die Klasse 35 nicht gewählt, weil da auch sehr ähnliche Marken im Bereich Produktpräsentation und so drin waren. Einfach, um da nicht auf deren Radar aufzutauchen, auch wenn man vielleicht im Zweifel sich mit denen einigen könnte, weil die auf ganz anderen Gebieten tätig sind, aber da waren einfach so viele. Wenn dann einfach von denen, weiß ich, vier von denen Widerspruch einlegen, das wäre dann vielleicht nicht unrealistisch bei der Zahl, dann muss man sich halt mit vier Leuten einigen und dann einigt man sich mit einem nicht und dann ist man erstmal ein Jahr lang mit Widerspruch beschäftigt. Also da das nicht euer Kerngeschäft bedeutet, habe ich jetzt mal und auch, ja, also es würde auch, glaube ich, euch nicht zu sehr stören, wenn ihr die Klasse 35 nicht habt, denn wenn jetzt einer ein Einzelhandels, einen Shop einfach aufmacht, dann würde euch das wahrscheinlich gar nicht so stören. Ja?
es würde euch jemand stören, der eben einen Waschsalon betreibt oder der so ähnliche Sachen betreibt. Ja, also als jemand, der Bügeln anbietet oder so, der würde aber dann auch unter eure Marke fallen, weil der zu ähnlich ist. Ja. Wenn jetzt jemand einfach einen Einzelhandel aufmacht und da gar nicht Waschmaschinen drinstehen oder gar nicht Bügeln anbietet oder so, wäre das vielleicht nicht so wahnsinnig kritisch. Kein Beinbruch, ja. Genau. Ja, dann geht man hier weiter. Kann man hier sehen, wem das EUIPO petzen wird, dass wir eine Marke anmelden. Ah, okay. das ist vielleicht auch ganz interessant. Also die Leute hier werden benachrichtigt vom EUIPO, die haben ältere Unionsmarken, die für ihn auch in Klasse 37 halt auch angemeldet sind. Das ist hier zum Beispiel Tante Corrie, Ma Tante, Tante Maria, Tante Idee irgendwas, Schema Tante. So, ich gucke mal, dann gibt es hier noch ganz komische, also die nichts mit dir zu tun haben. Aber die werden alle, die kriegen alle gepetzt. Okay. Und ja, und dann, aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wir haben ja recherchiert und ich halte die auch alle hier für nicht zu ähnlich und verwechselbar. Ich glaube nicht, dass sie Widerspruch einlegen werden. Mhm. Aber das kann man nicht verhindern, wenn man eine Unionsmarke anmeldet, dass das EU-Markenamt älteren Inhabern von EU-Marken petzt, dass da eine jüngere Marke angemeldet worden ist. Ja. So, haben Sie in den letzten 6 Monaten dieselbe Marke angemeldet? Da sagen wir nein. Ja, haben Sie dieselbe Marke in anderen EU-Mitgliedstaaten eintragen lassen? Auch nein. Ja, so. Dann gehen wir weiter. So, dann gibt es hier die Vertreterangaben. Da ist schon voreingestellt, dass wir da drin sind. Und jetzt können wir einen Anmelder hinzufügen. Und da habe ich geguckt, hier, ihr seid ja, wenn man hier, das hatte ich am Anfang schon, das Impressum, da gucke ich dann, also wenn ich das so mache, dann gucke ich erstmal rein, wer ist denn der Betreiber dieser Marke, ne? Und dann frage ich, soll das eben auf den Betreiber angemeldet werden? Und da hast du gesagt, okay, ne? Genau, korrekt. Das kann gern so übernommen werden. Weil manchmal, ihr seid da eine positive Ausnahme, die Betreiber nicht richtig wissen, wie ihr eigenes Unternehmen geschrieben wird. Also die schreiben ganz oft, schreiben Firmen die Firma geringfügig anders, als es im Handelsregister steht. Und das ist wichtig, dass es genau wie im Handelsregister steht, weil sonst nämlich ein Gegner sich damit verteidigen kann und sagen, ja, ist ja gar nicht die Firma. Und dann muss man erstmal nachweisen, dass es doch die gleiche Firma ist. Deswegen habe ich natürlich hier schon im Handelsregister geguckt. Ihr seid tatsächlich hier Universitätsplatz 12, Unternehmerkanal klein geschrieben, also groß, erster Buchstabe groß, Rest klein, 34127 Kassel. Und das ist auch hier. Ja, wir sind zwischenzeitlich. Oh. Genau, wir sind zwischenzeitlich. Ah, nee, klar, hier, neue Geschäftsanschrift. Nun, genau, sorry, kleiner Verwirrer hier. Ja, 34121 Kassel, neue Anschrift. Gab es hier am 15.07., habt ihr euch letztes Jahr umgemeldet. Dann stimmt also diese Adresse, dann kann ich das hier also so übernehmen, mache ich mal Copy und Paste. So, und dann trage ich, achso, da kann ich hier vielleicht juristische Person, Name der juristischen Person. Aber es ist interessant, dass es da tatsächlich schon die, die, ich sag mal, das falsche Schreiben des Namens oder Minimalabweichung da schon erstmal Angriffsfläche bieten. Also hätte es so eine Sache, die mir wahrscheinlich beim Selbstanmelden auch hätte passieren können, dass man einfach sagt, ja gut, einmal habe ich das M bei GmbH groß aus Versehen, weil ich irgendwie schnelle Finger auf der Tastatur hatte und dass sich dann jemand da schon drauf berufen kann, ist der Wahnsinn. Ja, also ich würde es einfach versuchen zu vermeiden, dass die Register beschweren sich nicht, also die Markenregister, das ist überhaupt kein Problem, aber wenn ihr die nachher durchsetzen wollt, die Marke, dann habt ihr halt ein Problem, weil dann einfach der Gegner sagt, boah, gibt's gar nicht, die Marke, die Firma. Und dann gibt's die tatsächlich so identisch nicht im Register. Und dann muss man, es ist dann nur eine Frage vom halben Jahr oder so, weil man das dann erstmal, dann kriegt man Schriftsatzfrist und dann muss man dann halt dem Gericht nachweisen, ja, wir sind doch die und so. Und dann kann man das wahrscheinlich auch zeigen. Aber ja, es ist einfach nervig und man kann es vermeiden. Ne? Ja. Das so, glaube ich. Land, Deutschland, so, Deutschland,
Die zusätzliche Information braucht ihr nicht, weil sowieso die Korrespondenz mit uns läuft. Mhm. Also das ist hier nur für den Inhaber. Wenn ein Vertreter angegeben ist, ist das Amt gehalten, immer alles nur mit dem Vertreter zu korrespondieren, damit da auch einfach nichts verloren geht. So, und dann klicke ich mal auf Weiter. Da haben wir jetzt einen Fehler, Rechtsform. So, jetzt gucke ich mal. So, jetzt haben wir hier Unternehmerkanal, GmbH, super. Jetzt kriegt ihr auch eine Nummer dann. Jetzt ist erstmal pro forma hier eine 1 drin. Ihr kriegt aber noch eine andere Nummer, die dann irgendwie 1000 irgendwas ist. So, jetzt klicken wir hier auf Weiter. So, jetzt können wir hier nochmal gucken und alles genau ansehen, ob das so alles stimmt. Mhm. Wir haben jetzt hier die Unternehmerkanal GmbH, Freischirm und Partner als Vertreter. Wir haben eine Wortmarke, das ist unser Aktenzeichen, Tante Minna, Deutsch als erste Sprache, Englisch als zweite Sprache, die drei Dienstleistungen, Betrieb von Waschsalons, Vermietung von Einrichtung eines Waschsalons, Bereitstellung von Waschsalons zur Selbstbedienung. So, und dann muss ich hier unterschreiben, einfach meinen Namen eintippen und kann dann sagen, ich bin der zugelassene Vertreter. Und dann sagt er schon, wenn ich jetzt hier drauf klicke, bezahle ich auch gleich und das will ich auch. Okay, das heißt, man leistet erstmal Vorkasse bei oder während Anmeldung. Okay, was gibt es da für Zahlungsarten? Man kann eine Kreditkarte hinterlegen oder man kann ein laufendes Konto unterhalten und wir haben ein laufendes Konto, weil wir einfach so viele Anmeldungen da machen, haben wir da einfach ein Konto eingerichtet. Ja, und da sind dann immer irgendwie so 10.000 Euro drauf oder vielleicht auch mehr, weiß ich nicht. Mhm. Und ich hoffe, es ist gedeckt, wenn ich jetzt auf wenn ich auf Bestätigen bezahlen klicke. So. Das wäre gut. Also steht das für eure Kanzlei, wenn ihr heute schon so viel angemeldet habt. Jetzt muss ich nochmal, soll ich nochmal bestätigen? Okay, dann gucken wir nochmal hier. Aber wir haben ja eigentlich gerade schon alles durchgeguckt. Ja. War einfach ein bisschen langsam. So, hier haben wir schon die Zahlungsinformation. Hier haben wir ein laufendes Konto. Ne? Da kann ich dann die Zahlung bestätigen. Mhm. Super. Und jetzt haben wir hier Zahlungsbeschreibung, Transaktion, Fortfahren. Die gewünschte Zahlung mit dem wurde erfolgreich ausgeführt. Super. Mhm. Weiter. Jetzt macht er eine Empfangsbestätigung. Mhm. Falls das jemand selber anmelden sollte, Empfangsbestätigung im besten Fall sichern, vielleicht auch mal ausdrucken, ausnahmsweise eine der wenigen Dinge, die man auf Papier braucht, ist wahrscheinlich sowas. Genau. Und wenn man es selbst macht, durchaus empfehlen kann, ist Screenshots zu machen von den einzelnen Schritten vorher, damit man weiß, was man da eingetippt hat. Jetzt sagt er sogar, Tante Minna ist verfügbar. Kleiner Hinweis an euch, vielleicht registriert er euch die noch. Mhm. Und das wollen wir nicht. Jetzt haben wir hier aber eine Bestätigung. Ihr habt sogar schon eine Markennummer, nämlich 01835-2992. Und ich drucke jetzt hier, da habe ich ein Receipt ausgedruckt und ich lade ein Final Receipt runter. Da können wir mal einfach damit wir sicher sind, dass wir das haben. Ich teile dann gleich mal meinen Bildschirm mit Acrobat, dass ihr das sehen könnt. So, jetzt Acrobat öffnet sich. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. So, teilen. So, jetzt seht ihr meinen Acrobat. Das PDF und da steht Erhalt einer Anmeldung einer Unionsmarke und Benachrichtigung bei Zuerkennung eines vorläufigen Anmeldetages. Das heißt, ihr habt hier diese Nummer. Dann sind wir im Fast Track, weil wir nichts angegeben haben, was irgendwie ungewöhnlich wäre oder was irgendwie Custom wäre, so irgendwie eigene Waren und Dienstleistungen. Dann wird bestätigt, die ist am 11.12.2020 eingegangen. Und wir haben die Gebühr entrichtet. Sorgen Sie für die Deckung des Kontos. Ja. Genau. Und dann gibt es eine Referenznummer für die Zahlung. Und dann gibt es vielleicht noch.
ganz interessant ist, oben standen dann auch die Gebühren für eine zusätzliche Klasse. Das ist jetzt bei uns ja weggefallen. Ja. Wäre aber vielleicht den einen oder anderen interessant, wenn man jetzt sagt, okay, bin einfach in mehreren Bereichen unterwegs. Vielleicht magst du da noch etwas zu sagen. Ja, genau. Also man kann die Marke in beliebig vielen Klassen anmelden, im Prinzip in allen 45 Klassen. Und wenn man jetzt eben zum Beispiel, nehmen wir an, es hätte diese Waschmittelfirma nicht gegeben in Klasse 3, die so ähnlich klang, dann hätten wir eben Klasse 3 auch noch anmelden können. Das wäre dann 50 Euro mehr Grundgebühr gewesen. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen Marken in 35 nicht gewesen wären, dann hätten wir vielleicht noch 35 anmelden können, dann hätten wir nochmal 150 Euro nochmal extra zahlen können. Und dann hätten wir auch in Klasse 35 anmelden können oder eben, weiß ich, du willst noch Workshops für Waschsalons anbieten, dann wäre es in Klasse 41 oder du willst da auch ein Café haben, einrichten und Getränke anbieten, dann wäre es in 43 und da gibt es verschiedene, oder du willst eine App machen, wo die sich dann, wo die dann automatisch benachrichtigt werden, pling, pling, deine Waschmaschine ist fertig oder du kannst auf 90 Grad umstellen oder so, keine Ahnung, dann Fernsteuern der Waschmaschinen, dann kann man eine Klasse 9 anmelden, da gibt es noch beliebig viele Möglichkeiten, euer Geschäftsmodell zu erweitern. Okay, super. Kommen wir vielleicht drauf zurück. Mal schauen. Ja. Mhm. Dann haben wir hier so ein offizielles Formular, so ein Anmeldeformular, was dann automatisch generiert wird. Erste Sprache Deutsch, zweite Sprache Englisch. Und dann wird hier alles nochmal zusammengefasst, was wir da, wie wir das gerade angemeldet haben, mit Vertreter und an wen die Korrespondenz gerichtet werden soll, wie die Marke heißt, für was sie angemeldet ist, Kosten und Unterschrift. So, dann haben wir noch eine zweite Datei gekriegt. Ne, das war die... nochmal diese Anmeldungsbestätigung. Genau, das war... Das ist einfach nur dieses Formular nochmal. Okay. Ja, ohne diesen... ersten. Ach so, hier ist schon gleich auch die englische Übersetzung drin für die Waren und Dienstleistung. Ja, und jetzt seid ihr erfolgreich Anmelder einer neuen Marke, noch nicht Inhaber, weil sie noch nicht eingetragen ist. Also ihr seid noch nicht Inhaber einer eingetragenen Marke, aber Anmelder einer neuen Unionsmarke. Und jetzt kann euch keiner mehr da vorwegkommen und irgendwie euch die Marke wegschnappen. Mhm. Der Podcast wird ja auch erst mit kurzer Verzögerung ausgestrahlt. Das heißt, kann keiner mehr euch dazwischen grätschen quasi. Genau, ja, zur Sicherheit nochmal einen Tag dazwischen eingeplant. Super. Ja. Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Beratung und für die Durchführung natürlich auch, Betreuung und Begleitung hier während dem Prozess und natürlich auch die Recherche im Vorhinein. Da freue ich mich sehr, dass wir da Unterstützung von dir bekommen haben und von deinem Team und ihr euch da einfach alles genau angeschaut habt, denn zum Beispiel gerade bei diesen ausländischen Sachen, wie du schon vorhin gesagt hast, mir würde das total schwer fallen, das überhaupt zu beurteilen und ob dann die Entscheidung und Beurteilung auch der Wahrheit entspricht, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt und das findet man halt leider erst dann raus, wenn es zu spät ist sozusagen. Von daher nochmal herzlichen Dank an dich und dein Team. Ja. Ich wollte vielleicht noch einen kurzen Pitch loswerden, wenn das okay ist. Auf jeden Fall, ja. Ich schreibe ja gerade ein Buch zu Marken und es gibt eben bisher praktisch kein Buch, was von einem Profi eben geschrieben ist, von einem Markenrechtler, der aber das für in normaler Sprache einfach mal erklärt alles und ohne Paragraphen und ohne Gerichtsentscheidungszitierung und so. Und genau das mache ich gerade. Beim CA Beck Verlag erscheint das. Das heißt Markenrecht einfach. Mhm. Und erscheint im nächsten Mai wahrscheinlich. Und ja, wer da Interesse hat, kann auf die Webseite dasmarkenbuch.de gehen und sich da eintragen in den Newsletter, wenn ihr da benachrichtigt werden wollt. Aber ihr werdet sowieso erfahren, wahrscheinlich über die Facebook-Gruppe Unternehmerkanal, wo ich das dann auch sich bestimmt posten darf. Auf jeden Fall. Und da habe ich so auf 250 Seiten einfach mal zusammengefasst, so eigentlich alle Aspekte aus dem Markenrecht in ganz normaler Sprache. Und ich habe keinen einzigen Paragraphen zitiert und keine einzige Gerichtsentscheidung, jedenfalls nicht im Fließtext. Also man kann es lesen und alles verstehen, ohne dieses ganze Geschwurbel der Anwälte sich reinziehen zu müssen.
Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die mir bei vielen Fachbüchern fehlt. Von daher freue ich mich da jetzt schon drauf. Also ich höre es auch gerade zum ersten Mal. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ich verlinke natürlich die Website, wo man sich benachrichtigen lassen kann und die ersten Infos bekommt, in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Fügen wir sehr gerne hinzu, weil ich finde, das sind eigentlich interessante Bereiche und auch einfach sehr, sehr nützliches Wissen, was vielen Leuten wahrscheinlich total viel weiterhilft, ihre Gedankenkonstrukte und Ideen zu schützen, in welcher Form und Art und Weise auch immer. Aber ich glaube, viele schreckt das halt einfach erstmal ab, dass das so ein bisschen angestaubtes und schwer greifbares Thema mit vielen, vielen Fallstricken und Besonderheiten ist. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ihr da oder du da dieses Projekt angegangen bist und das einfach für normale Menschen in normalem Deutsch, in normaler Sprache aufbereitet. Das ist ja, was wir versuchen mit BWL und Betriebsführungsthemen zu machen. Genau. Und schön, dass du das auch im juristischen Bereich, Markenrechtsbereich angehst. Also freue ich mich sehr, sehr drüber. Verlinke ich sehr gern. Vielen Dank. Ja, dann genau, vielen Dank, ist schon das richtige Stichwort. Das nochmal an dich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch die Durchführung der Anmeldung, aber auch die Beratung im Vorfeld hier während der Folge. Ich denke, dass da viele Zuhörer und Zuschauer viel für ihre eigenen Ideen mitnehmen können bei Fragen. Und ja, falls es da Unterstützungsbedarf gibt, verlinke ich, wie gesagt, eure Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes bzw. Videobeschreibung. Und ja, hoffe, dass kein Widerspruch eingeht und wünsche dir erstmal einen schönen restlichen Tag, ein schönes Wochenende und dann lesen wir uns mit Sicherheit in Zukunft hoffentlich mit einer frohen Botschaft, dass alles gut durchgegangen ist. Das hoffe ich auch natürlich. Vielen Dank, dass ich bei euch da zu Gast sein durfte. Gerne. Ciao. Ja, tschö.